In der heutigen Ausgabe von Ab ins Bett gibt es viel Mu und Mäh. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 295. Gute-Nacht-Geschichte am Donnerstagabend. Heute ist der 17.06. und ich bin Marco. Schön, dass du mit dabei bist und dass ihr mit dabei seid heute Abend bei Ab ins Bett. Heute gibt es wieder die Geschichte für einen Titelhelden, für Loki. Er ist 5 Jahre alt und er spielt am liebsten Bauernhof. Heute ist aber keine Zeit zum Spielen, denn jetzt ist Zeit zum Schlafen und das geht am besten, wenn ihr euch reckt und streckt. Also nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch dort eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 295. Gute-Nacht-Geschichte für den Donnerstagabend. Loki hat Spaß am Bauernhof. Loki ist ein ganz normaler Junge. Er ist 5 Jahre alt und er liebt das Spielen. Am liebsten spielt er Bauernhof. Das mag er sehr, wenn er seine Spielfiguren in der Hand hat und die Schweine auf die eine Seite stellt in den Stall, die Rinder auf die Weide kommen und alles Weitere, was noch dazugehört. Es ist ein Donnerstagabend. Es könnte der heutige Donnerstag sein. Als Loki die Augen zumacht und langsam einschläft, denkt er dran, dass er noch was Wichtiges erledigen muss. Die Schweine sind noch nicht gefüttert. Also steht Loki auf, zieht seine Gummistiefel an und geht raus in den Schweinestall. Abends kriegen sie noch eine kleine Portion Futter. Denn das mögen die Schweine. Und Loki mag Schweine. Warum? Weil sie ganz gute Kumpels sind. Manchmal macht er mit den Schweinen sogar ein kleines Schweine-Wettrennen. Und er schaut, ob er schneller rennen kann. Und das gefällt den Schweinen. Schweinisch gute Action, denkt sich Loki. Nachdem die Schweine gefüttert sind, dreht er noch eine Runde über seinen Bauernhof. Er sagt den Tieren gute Nacht, den Rindern, den Schweinen, den Hühnern und allen anderen. Denn es wurden auch noch Katzen und Hunde auf dem Bauernhof. Und Loki liebt es, denn die Arbeit auf dem Bauernhof macht ihm richtig Spaß. Eigentlich ist ja Zeit zum Schlafen, aber eigentlich hat er noch eine gute Idee, denn er wollte ja noch für die Rinder eine ganz besondere Rinderstreichelanlage bauen. Das mögen sie nämlich. Das ist eine Mischung aus Streichleinheiten und Massage. Und wer mag das denn nicht? Die Rinder haben es sich verdient. Jede Kuh soll einen eigenen Massageplatz haben, hat Loki beschlossen. Er verschwand in der Werkstatt und im Handumdrehen baute er die vollautomatische Rinder- und Kühe-Streichel- und Massagemaschine. Die baute er im Rinderstall ein. Die Kühe standen Schlange, alle wollten die neue Erfindung von Loki testen. Aber auch die Hühner wollten noch etwas heute Abend haben. Die Hühner haben nämlich eine ganz spezielle Auffangstation für Eier gefordert, damit die Eier nicht nur ins Nest fallen, sondern ganz besonders weich liegen. Auch hier ließ sich Loki nicht lumpen. Er ging wieder in die Werkstatt und baute eine Original-Loki-Hühnereier-Auffangmaschine. Auch die platzierte er im Hühnerstall. Die Hühner waren ganz aufgeregt, denn so viel Spaß hat das Eierlegen noch nie gemacht. Als nächstes kam eine Katze auf Loki zu. Die hat gerade Katzenbabys gehabt. 6 kleine, süße Katzenbabys. Und die waren so niedlich. Und sie lagen oben auf der Scheune, in der ersten Etage, dort, wo das ganze Stroh lagert. Das fand die Katze aber nicht so gut, denn sie hatte Angst, dass die Katzenbabys von da oben vielleicht sogar runterpurzeln könnten. Also baute Loki einen Babykatzenaufzug. Damit konnten sie ganz einfach vom ersten Stock in dem Heuboden nach unten fahren und sich dann unten
mitten auf Mäusejagd begeben. Das machen Katzen nämlich auf dem Bauernhof so. Jetzt war Loki doch ganz schön müde. Am Ende kam aber ein Pferd zu ihm. Und auch das Pferd hatte einen Wunsch. Es wollte nämlich einen richtig schönen großen Salzleckstein haben. Loki holte nicht nur einen Salzleckstein, den hatte er nämlich noch in seinem Lager. Nein, er baute auch eine ganz besondere Vorrichtung, sodass das Pferd von allen Seiten genüsslich an diesem Salzleckstein schlecken konnte. Die Schweine waren glücklich. Die Kühe waren glücklich. Die Katze war glücklich. Und die Pferde waren glücklich. Am allerglücklichsten war aber ein anderer. Nämlich Loki. Und Loki weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Dann mit der Geschichte Nele und das Reitturnier. Nur auf abinsbett.net.